malt einmal gedanklich oder ihr nehmt einen Stift und einen Zettel zur Hand in dieses obere rechte Teil eines Kreises, malt einmal ein Quadrat mit 3 Strichen. Hier in diesem Bereich. Die Wissenschaft ist etwas, was wir als Grundlage nehmen oder das Wissen, um Rechte zu behalten, um andere Menschen der Lüge zu bezichtigen oder dass sie überhaupt keine Ahnung haben. Aber ist Wissenschaft denn überhaupt die Wahrheit? Kann Wissenschaft überhaupt die Wahrheit sein? Wie entsteht überhaupt Wahrheit? Wahrheit entsteht, indem ein Mensch sich ein Bild macht. Wie macht sich der Mensch ein Bild von der Welt, von der Realität? Das basiert auf zum einen Erfahrung. Der Mensch macht in seinem Leben Erfahrungen. Diese Erfahrungen sind gepaart mit Ideologien, teilweise führen sie auch dazu. Und diese Erfahrungen und die Ideologien, die führen dann zu seiner Realität, welche er als Wahrheit annimmt. Das heißt, die Realität ist gleich in seinen Augen auch die Wahrheit. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Bei vielen Menschen gibt es daran überhaupt keinen Zweifel, dass das die Wahrheit ist. Das sieht man doch. Es ist doch die Realität. Das heißt, der Mensch hat zum einen seinen Verstand. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt lesen kann, ob das noch auf der Tafel drauf ist. Schreib es mal ein bisschen unten drunter. Der Verstand und er hat seine Sinneseindrücke. So, Sinneseindrücke. Diese beiden Sachen führen zu seiner Realität mit seinen Erfahrungen, die zu seinen Ideologien führen und die dann seine Wahrheit abbilden. So, nun schauen wir doch mal ins reale Leben. Ein schönes Beispiel ist, wenn man in einem Restaurant ist und jeder hat so seine Sachen bestellt, dann kommt der Ober und sagt, Schwein, ich. Was machen wir? Wir haben unsere Erfahrung, zu denen wir schon ein paar Mal im Restaurant gewesen sind, gecheckt, indem wir abrufen, dass der Ober, wenn er dann kommt, dann nicht sagt, wer hat das Schwein bestellt, sondern er sagt nur die 31 oder das Schwein. Und dann meldet derjenige sich und er bekommt das Essen. Das sind die eigenen Erfahrungen. Wenn jemand noch nicht im Restaurant gewesen ist und der Ober kommt und sagt zu einem Schwein, dann wird er vielleicht sagen, hey, pass mal auf, du kennst mich gar nicht. Das ist halt eben, das sind sogenannte Ergänzungen. Da kommen wir hier direkt dazu. Habt ihr es geschafft, hier ein Quadrat mit 3 Strichen zu malen? Vielleicht einige von euch haben das geschafft, die das Experiment schon kennen. Aber die meisten werden hier dran verzweifeln und sagen, ja, wie soll ich denn hier ein Quadrat mit 3 Strichen reinbekommen? Ne? Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich möchte euch einfach mal 2 exemplarisch vorstellen. Die eine ist die. Hier ist ein Quadrat, was ich gemalt habe, mit 3 Strichen und noch einen 4. Strich. Weil ich habe ja nicht gesagt, mit nur 3 Strichen. Das hat unser Gehirn ergänzt. Das ist die Realität. Das sind unsere Erfahrungen. Wir haben gesagt, wir kennen diese Spielchen und da sagt dann das Gehirn, okay, nur 3 Striche. Aber das habe ich gar nicht gesagt. Man kann auch 4 oder 5 Striche nehmen, aber 3 Striche auf jeden Fall. So, das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, malt ein Quadrat mit 3 Strichen. Das ist ein Quadrat und hier 3 Striche, ein Quadrat mit 3 Strichen. Seht ihr, wie unsere Realität sich total fokussiert auf etwas, was wir erfahren haben, aber nicht auf das, was tatsächlich dann zumindest eine andere Realität ist und dadurch eventuell die Wahrheit? Das ist schon extrem faszinierend und da geht es nicht nur, das ist im Bereich des Verstandes. Wir gehen jetzt mal im Bereich der Sinneseindrücke. Wir Menschen haben ja gewisse Sinne. Ihr kennt das Beispiel, was ich öfters mal nenne, mit den Ameisen, die irgendwo langlaufen, zertreten werden, obwohl sie da hätten gar nicht langlaufen müssen. Aber es gibt auch noch ein anderes schönes Beispiel und das ist der Frosch. Der Frosch. Jeder kennt den Frosch. Manche mögen ihn, manche essen ihn. Aber der Frosch, so, mal mein Frosch hier, dieser Frosch, oh, die sind ganz schön groß,
Jetzt wird groß geraten hier. Also, dieser Frosch, der erklärt seinen Kindern die Welt. Ausgehend von seiner Realität. So, lass mal den Rest hier. Er erklärt seinen Kindern die Realität und er muss seinen Kindern ja erklären, was ist gefährlich, wo müsst ihr aufpassen und wie überlebt ihr. So die rudimentären Dinge, die jemand seinen Nachkommen beibringt. Und beim Frosch ist es so, dass die Feinde des Frosches sind meist die, die von oben vom Himmel herab auf ihn einstürzen und, ja, und dann essen wollen. Und was passiert dann, wenn die Tiere, die Vögel auf diesen Frosch einstürzen und ihn haben wollen? Sie schieben sich meist zwischen Sonne und dem Sichtfeld des Frosches. Das heißt, dass die Netzhaut vom Frosch verdunkelt sich. Und sie verdunkelt sich stark. Und umso größer sie verdunkelt, umso größer ist der Feind und umso mehr Gefahr ist da zu erwarten. Und deswegen springt ein Frosch dann zum Beispiel weg. Wenn jetzt die Netzhautverdunkelung sehr klein ist, dann weiß der Frosch, wow, das ist eine Mücke, das ist eine Fliege, das kann ich essen und sagt das eben seinen Kindern. Das ist die Welt des Frosches. So, und ja, wir Menschen sind auf einer Bewusstseinsebene höher. Wir können das einfach ausnutzen, wenn wir zum Beispiel Frösche jagen, weil wir unbedingt Froschschenkel essen wollen. Dann nehmen wir eine Taschenlampe und tun den Frosch von vorne an anleuchten. So, sieht vollkommen Licht. Und von der Seite nehmen wir die Hand und nehmen den einfach und haben den Frosch. So werden übrigens auch Frösche gefangen oder wurden gefangen, und bevor sie gezüchtet wurden. Und das ist eben so ein Punkt, wo wir sagen, war ist der Frosch dumm? Ne? Warum verlässt er sich auf seine Sinneseindrücke? Das muss doch wissen, meine Hand kommt doch. So, der Frosch hat ja auch seitlich. Auf jeden Fall, ja, das ist die Welt des Frosches. Aber wir haben unsere Sinneseindrücke und wir, alles was wir sehen, alles was wir fühlen, was wir schmecken, das ist auch unsere Welt. Und wir gehen davon aus, dass die Wahrheit ist. Ne? Weil wir diese Ebene haben. Unsere Sinneseindrücke zusammen mit dem Verstand bilden unser Bild der Realität. Da gibt es ein sehr gutes Beispiel. Das ist der Herr Karl Ernst von Behr. Das war ein Mensch, der ein richtig interessantes Gedankenexperiment gemacht hat. Also dieser Herr von Behr, der hat irgendwann 1800 oder so gelebt. Also wirklich schon richtig lange ist das her. Und dieser Mensch, der hat, wo ich das erste Mal durchgeführt habe, ich muss sagen, ich war so begeistert, weil das so augenöffnend ist, dass ich dieses Experiment unbedingt, ja, mit euch teilen muss. Und zwar, das Gedankenexperiment ging wie folgt. Also, er hat die Lebenszeit eines Menschen einfach mal durch 1000 oder mit 1000 multipliziert, sozusagen. Wenn ein Mensch, der normalerweise ein ganzes Leben lebt, der hat also 83 Jahre angenommen, wenn dieser Mensch sein gesamtes Leben nur innerhalb, also durch 1000 oder mal 1000, je nachdem wie man das sieht, berechnet, dann kommt raus, dass der Mensch ungefähr einen Monat leben würde. Er würde genauso lange leben, aber in der Zeit eines Monats. Das heißt, die Zeit ist ein Faktor, den wir einfach mal so hinnehmen, obwohl ganz andere Lebewesen, ganz andere Zeitspannen haben und dadurch ein ganz anderes Zeitgefühl. Es gibt teilweise Bakterien in unserem Körper, die leben 2-3 Sekunden, und es gibt Lebewesen, die leben einen Tag, es gibt Lebewesen, die leben einen Monat. In Tierhaltung leben die Lebewesen ja meist nicht ganz so lange, und dann relativiert sich vieles auch. Und wenn wir als Mensch, also ein Menschenleben quasi gleich ein Monat ist, wir aber quasi dieselbe Zeit zur Verfügung haben, dann, ja, dann entstehen ganz interessante Dinge. Wenn wir zum Beispiel jetzt eine Fliege durch den Raum summen hören, dann hören wir die Fliege. Aber wir können den Flügelschlag der Fliege oder des Schmetterlings, die können wir überhaupt nicht in Ruhe anschauen. Wenn jemand einen Monat lebt und genauso viel Zeit für sich zur Verfügung hat, dann kann er sehr wohl den Flügelschlag eines Schmetterlings sehen. Und er kann auch
dass eine Gewehrkugel, die abgeschossen wurde, die kann er ganz genau sich angucken. Da eine ganz andere Wahrnehmung. Da lebt ja wirklich nur ein Monat und trotzdem genau in derselben Zeitqualität, wie wir das ein ganzes Leben leben. Und was er natürlich nicht erfährt in diesem Monat, und da kommen wir langsam zu den interessanten Dingen, dass es sowas gibt wie Jahreszeiten. Jahreszeiten, das bekommt er natürlich nicht mit. Jahreszeiten sind für ihn komplett unbekannt. Wenn er im Winter geboren wird und einen Monat lebt, dann wird er das als Realität für sich anerkennen. Er wird sagen, okay, das ist alles weiß. Das ist, ich habe da gehört, dass es dann auch irgendwann mal so sein könnte, dass es dann alles grün wird, was jetzt aus. Das weiß ich nicht. Das haben irgendwelche andere gesagt. Da können wir ja forschen. Und dann über Generationen wird dann, man hat gehört, andere Wissenschaftler haben das gesagt und haben das schon erlebt. Aber wer weiß, vielleicht ist das alles eine größere Verschwörung und die Welt ist immer weiß und die ist nie grün. Und ne, das ist dann so die Welt des Einmonatsmenschen. Und das ist schon sehr, sehr interessant. Und wenn wir dann nochmal den Faktor 1000 machen, dann lebt er nicht nur einen Monat, sondern dieser Mensch lebt dann nur 41 Minuten. Und in diesen 41 Minuten ändert sich seine Wahrnehmung wieder. Denn wenn ein Mensch nur 41 Minuten lebt, dann passiert Folgendes. Dann kann dieser Mensch aufgrund der Zeitdehnung dann gar nicht mehr hören, was wir sagen. Er hört überhaupt nicht mehr den Schall. Der Schall ist für ihn nicht mehr hörbar. Was er dafür hört, ist der Ultraschall. Und wenn wir jetzt einen Menschen nehmen, der zum Beispiel 18 Uhr geboren ist und ja, und dann am Ende seines Lebens, so nach 39 Minuten, 48 Minuten oder 41 Minuten, hat man ja gesagt, nach 41 Minuten stirbt, dann würde er, wenn er mit seinen Enkeln spricht und über das Leben redet, dann würde er zum Beispiel feststellen, dass er sagt, die Sonne, mein ganzes Leben lang ist die Sonne immer ein Stück tiefer gegangen. Das ganze Leben ist die Sonne immer weiter ja, Richtung Horizont verschwunden und das, die Temperatur ist auch immer kälter geworden. Und ich vermute, dass wir in 3-4 Generationen überhaupt keine Sonne mehr haben werden. Das Leben auf der Erde wird nicht mehr existieren, weil ja, ist ja keine Sonne mehr da. Die Sonne geht ja weg. Das ist seine Wahrnehmung. Und wenn wir jetzt nochmal 1000 rechnen, dann sind das 2,5 Sekunden. Und diese Überlegung hat dieser junge Mann, also jung war er gar nicht mehr, der Karl Ernst von Baer schon, wie gesagt, im 19. Jahrhundert oder ähnlich, also von sehr, sehr lange zurück, ja, von sich gegeben. Und das finde ich sehr interessant. Wenn wir 2,5 Sekunden leben würden, wenn wir 2,5 Sekunden leben würden, dann würden wir nicht mal mehr den Ultraschall hören. Aber dann würden wir plötzlich anfangen, Licht und Farbe zu hören. Das ist unglaublich. Es ist unglaublich, wie die Realität sich verzerren kann. Und umso unglaublicher ist es, dass wir denken, dass wir persönlich als Mensch mit unseren Sinneseindrücken, mit unserem Verstand tatsächlich irgendetwas wissen. Irgendetwas. Wir haben eine gewisse Wahrnehmung und wir können da auch gerne darüber reden und uns darüber austauschen, aber doch immer mit einer gewissen Demut und mit einer gewissen Leichtigkeit und vor allem nicht mit einer Rechthaberei und, ja, und uns die Köpfe einschlagen, das ist so, das steht in der Studie und das ist so. Das ist wirklich einfach nur ja, unglaublich perfide gemessen an dem, was wir bereits überblicken können, was wir nicht wissen. Ganz nach dem Motto, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und natürlich, es wird immer Menschen geben, die erreichen diesen Horizont nicht, die können auch das Gesagte nicht begreifen und die sind einfach für sich in ihrer Welt, in diesem kleinen Kasten hier, das ist der Kasten, den dieser Mensch ausgehend aus seinen Erfahrungen, er bildet seine Ideologien und das ist seine Realität. Und alles drumherum, das erfasst er gar nicht, das ist nicht in seinem Bewusstsein drin. Und ja, ein Danke dafür, für diese Zusammenhänge, die ich von einer Frau habe, die leider viel zu früh verstorben ist, das ist die Vera Birkenbiel.
eine wunderbare Frau, wenn ihr da bei YouTube irgendwelche Vorträge und so weiter euch ja, anschauen wollt. Ich kann es wärmstens empfehlen, denn diese ganzen Zusammenhänge, die ich heute gesagt habe, das hat sie immer wieder in ihren Videos erwähnt und das ist sozusagen eine komprimierte Variante. Ich dachte einfach mal, weil ich nehme immer meine Beispiele, um quasi dasselbe zu sagen mit den Ameisen und so weiter, ihr kennt das. Und ich fand das heute einfach mal, ja, einfach mal aus einer anderen Sicht und der eine oder andere wird vielleicht auch von euch erreicht und kann so ein bisschen ruhig werden, weil keiner von uns kennt die Realität, keiner von uns kennt die Wahrheit. Wir können einfach nur, wie ich das in meinem Einführungsvideo gesagt habe, wie ein Indianer durch die Steppe reiten und ja, schauen, was unsere Realität ist, sich genüsslich darüber austauschen, aber immer mit einer gewissen Leichtigkeit, mit ein bisschen Humor vielleicht auch und ja, dann ist das Leben total angenehm. Und darum geht es letztlich, dass wir im Einklang mit uns leben, mit der Natur, mit einer gewissen Leichtigkeit im Flow. Und deswegen seid ihr auch hier auf meinem Kanal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian. Tschüss.